Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Mr. Ron Moritz. Schön, dass du da bist bei uns. Wir haben ein Thema, das sollte eigentlich jedem geläufig sein, das Thema Eisen. Also die Frauen wissen es ja, während der Menstruation verlieren wir zwischen 15 und 20 Milligramm Eisen. So viel sollten wir eigentlich auch am Tag aufnehmen. Aber wir haben heute ein großes Problem damit, Eisen in richtiger Qualität und in richtiger Form zu bekommen. Ja, ganz genau. Mit Eisen ist nämlich eine sehr interessante Sache. Generell mal zu den Eisenformen, wie die so in Nahrungsmitteln vorkommen. Es gibt ja einmal das dreiwertige Eisen und das zweiwertige Eisen. Jetzt habe ich nicht genau recherchiert, welches das zweiwertige Eisen, ob das in den tierischen Nahrungsmitteln drin ist oder ob das in den pflanzlichen Nahrungsmitteln ist. Ah, ja. Ich meine aber, das zweiwertige Eisen ist in den tierischen drin und das dreiwertige in den Pflanzen. Und tatsächlich ist es so, dass über das Fleisch, über das zweiwertige Eisen einfach besser vom Körper resorbiert werden kann. Das wird dann auch im Dünndarm, also generell wird Eisen im Dünndarm resorbiert, wo auch ganz, ganz wichtig ist, erstmal so um die Grundsachen von Eisen zu erklären, Kupfer vorhanden ist. Wenn wir nicht genug Kupfer im Körper haben, guckt euch, und wenn ihr jetzt das Eisenvideo guckt, guckt euch mal Kupfer an. Ich war sogar überlegen, das Kupfer nur in Kombination mit das Eisen nur in Kombination mit Kupfer zu verkaufen, damit das wirklich einen Effekt hat. Genau. Und das zweiwertige Eisen aus den Pflanzen ist eben für unseren Körper nochmal ein Schritt zusätzlich, um es aufzuschlüsseln und dann zu verwenden. Also es ist praktisch nicht die reine Form, wie wir es kriegen. Natürlich können wir dann auch wieder Abhilfe schaffen. Das werden wir dann unter den Empfehlungen sehen von Brian Clement durch Aktivierung mit Sprossen und so weiter, dass da eben sehr viele Enzyme drin sind, sodass die Enzyme das schon für uns bestmöglich übernehmen können. Trotzdem ist es ein Fakt, dass Eisen, trotz dass es so viel zugeführt werden sollte, ein relatives Mangelmineral ist. Es bildet nämlich unsere roten Blutkörperchen und fördert unseren Blutfarbstoff tut es auch bilden, das Hämoglobin, das so ähnlich aussieht wie das Chlorophyll. Und Sauerstoff in unserem Körper ist eigentlich das Wichtigste. Es ist praktisch die Antriebsquelle für unseren Körper. Ich habe in letzter Zeit mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, was sind denn eigentlich die Faktoren, die extrem wichtig sind für den Körper, um Leistung zu erbringen, um praktisch so ein bisschen den Zaubertrank zu kreieren, ja. Und da bin ich einmal auf Mineralien gestoßen, zweitens auf Sauerstoff, drittens auf zum Entgiften Baden. Und ja, also diese drei Komponenten sind eben das, was uns wirklich so einen Schub verleiht, was man vielleicht, wenn man es nicht macht, deutlich merkt gegenüber den anderen. Und da ist natürlich dann Eisen auch ein Riesending, weil wenn wir einfach mehr Hämoglobin bilden können, mehr rote Blutfarbstoff, dann haben wir einfach besseres Blut, unsere Wurzeln sind gestärkt und wir sind einfach leistungsfähiger im Sport und drum und dran, denn es ist im Endeffekt, ohne Sauerstoff kann in den Mitochondrien keine Energie produziert werden. Richtig, und dazu gibt es sogar eine wunderbare Studie, ich glaube, du hast sie abfotografiert, ja. Eisen klar. Stellt die Muskelkraft. In einer aktuellen Studie an Frauen mit Eisenmangel verbesserte eine Nahrungsergänzung mit Eisen die Leistungsfähigkeit der Muskel um fast 30%. Hier ist auch der Literatur Nachweis. Also Eisen ganz, ganz wichtig für die Blutbildung, also damit auch wichtig, dass jedes Organ natürlich mit allen Nährstoffen versorgt wird, dass jedes Organ mit Sauerstoff versorgt wird, dass das Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird, wo wir auch gleich mal zu einigen Mangelerscheinungen kommen. Stichworte, also hatten wir schon Sauerstoffkonzentration, bla bla bla, brüchige Nägel etc. kommen wir gleich. Aber das hier, ja, Brennen auf der Zunge, glatte Zunge, Schmerzen bei Schlucken, Schleimhautveränderungen, brüchige Haare, Haarausfall, Juckreiz und trockene Haut, rissige Mundwinkel, ja, haben auch viele. Eisenmangel. Bei schwerem Blutmangel kann es zu spröden oder längs gerillten oder brüchigen Fingernägeln kommen. Also Eisen tatsächlich ganz, ganz wichtig. Wir haben es maßlos unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass Eisen so ein Tausendsesser ist. Ja, das muss ich auch sagen. Ich habe es auch maßlos unterschätzt. Das passt natürlich mal wieder in das Bild der Veganer rein, gell? Die unterschätzen das Eisen. wo du jetzt auch gerade gesagt hast, spröde Lippen. Ich weiß aber gut, im Winter hat man immer mal spröde Lippen. Ist mir halt aufgerissen. Es war extrem tief. Vielleicht war es auch Eisenmangel, wer weiß, ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal Eisen nehmen. Ich habe gerade eine Pipette genommen. Es ist wirklich extrem stark und dann, wenn man es genommen hat, man schmeckt es nicht mehr im Mund, sondern es ist wie, als würde man es im Körper noch schmecken und es fühlt sich sehr komisch an. Es schmeckt wie Blut. Ja, genau, es schmeckt wie Blut. Ist ja auch Hauptbestandteil von Blut, ja. jetzt, in Kombination mit Chlorelle. Sehr gut. Obwohl Chlorella ja auch relativ gute Mengen an Eisen hat. Aber gut, Chlorella ist halt so ein Multivitaminpräparat, würde ich mal sagen. Du kannst gerade nochmal da und Moment, so. Zack. Nee, zuck. Und dann drauf tippen, dass das verschwindet. Genau. Und hier abnormale Essgelüste, zum Beispiel Erde oder Kalk.
Ja, also wer praktisch extreme Essgelüste auf Erde oder Kalk hat oder generell sagen wir mal auf erdende Sachen irgendwas Deftiges, da kann auch Eisen sein. Deswegen gibt es auch manche Leute, die so einen Heißhunger auf Fleisch haben, einfach weil da vielleicht auch diese Sache an Eisen drin ist und das hat da schon ein wohlschmeckendes Aroma einfach. Unter der Blutanämie zu leiden ist natürlich auch nicht so nice. Das ist aber tatsächlich nicht, also gar nicht so oft, dass es richtig auffällt. Beispielsweise bei jungen Frauen, wo gerade erst die Periode eingesetzt hat, denen ist oft schwindelig, die haben nicht so, die sind so ein bisschen, die fallen ab und zu mal um. Weißt du, wenn sowas ist, kann es auch sehr, sehr gut Eisenmangel sein, einfach aufgrund von der Blutarmut. Weil der Körper war das jahrelang nicht gewohnt, so viel Blut auf einmal zu verlieren. Und dann auf einmal, und wenn der Körper nicht in einem astreinen Zustand ist, kann das natürlich bei so einer hormonalen Umstellung einiges auslösen. Sehr, sehr gut. Also Blutverlust ist auch ein Thema, wenn man zum Thema Darmentzündung kommt oder wenn man zum Thema irgendwelche arterielle Probleme kommt. Oftmals haben wir Entzündungen oder sonstige kleine Entzündungshärte, Silent Inflammations im Körper und da muss dann auch übermäßig viel Eisen produziert oder hingebracht werden. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt nicht große Operationen habt oder Wunden, wo das Eisen durch zu viel Blutbildung benötigt wird, sondern auch innerliche Verletzungen, die ihr gar nicht merkt, kommt es zu Eisenmangel und die haben wir leider zuhauf. Wenn ich die Leute bei mir durchscanne, dann ist oft so, dass Entzündungen vorherrschen oder irgendwelche anderen Probleme. Und da spielt Eisen natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle. Hier steht ja sogar drin, Verstopfungen. Also ist auch ganz, ganz wichtig für die Darmtätigkeit. Man spürt, also als ich jetzt wirklich dieses Pipette genommen habe, man spürt auch richtig, wie es im Darm an, wie es einfach arbeitet. Und sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, eben, dass du auch sagst, eben dieser Blutverlust über diese Entzündung im Darm, das ist auch sehr gut, was damit zu tun hat. Fantastisch. Das Schöne bei Eisenmangel, man sieht es den Leuten meistens an. Sie sind sehr blass. Ja. Ja? Also Hautblässe, ein ganz, ganz großer Fakt. Sie sind blass, bisschen müde, bisschen träge, wenig Energie, wenig Kraft. Und da, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, Kupfer dazu nehmen in der Kombination mit Eisen. So macht es auch die Natur. Also, Chlorella, die ich hier beispielsweise, ihr könnt aber auch Spirulina, Moringa, Gerstengras, Weizengras, alles was ganz viel Chlorophyll hat, hat meistens auch Kupfer und Eisen in der Kombination, also optimal. Diese Pflanzen haben 20, 30 mal mehr Eisen als Spinat. Da kommen wir zu den Quellen, wo heute noch überhaupt Eisen drin ist. Denn es wurde ja eins gesagt, ja, wir haben ja Eisen überall. Wir haben ja einen Spinat und die ganzen Sachen. Im Supermarkt haben wir ja Eisen, so war es auch mal gedacht. Aber heutzutage haben wir es in Aprikosensamen, Arame-Algen, Dulce-Algen, gekeimte Gerste, gekeimte Haifa, Spinat, wie gesagt, würde ich mal ausklammern, Hülsenfrüchte, fragwürdig, Sesamsprossen, okay. Ja, wie gesagt, immer wieder da zu dem Punkt, natürlich haben auch diese ganzen Sachen, wo man sagt, die haben Eisen, wenn ihr die bei eurem Oma im Garten anbaut, haben die Eisen. Wenn ihr die aus dem Supermarkt kauft, haben sie deutlich weniger Eisen. Und das Problem ist halt immer, wenn man im Supermarkt einkauft, hat man weniger Mineralien, mehr Pestizide, mehr auszugleichen, man lebt wahrscheinlich in der Stadt, mehr Stress. Das heißt, wir haben gleichzeitig auch einen höheren Bedarf, deswegen sind hier auch immer Sachen aufgeführt, die eben besonders viel haben, sodass man eben den heutigen Bedingungen problemlos standhalten kann. Problemlos. Hier nochmal was ganz Spannendes, nämlich die besondere Wirkung von H2O2. Wir nennen jetzt nicht das böse Wort, was hier steht, denn das ist ja fast schon gefährlich, ja. Und zwar, wenn wir nämlich das Eisen, praktisch den Sauerstofftransporteur, zu uns nehmen und dann H2O2 dazu nehmen, hat es den Effekt, dass der Sauerstoff vom H2O2 direkt an das Eisen klammern kann und unser Blut mit Sauerstoff versorgt wird. Das hat einen sehr angenehmen, wohligen, energiegebenden, aber auch entspannenden Effekt. So ein, man weiß, man hat Energie, aber es ist, ich habe es mal gemacht, es ist wirklich eine sehr gute Sauerstofftherapie. Muss man sagen. Du, ich muss dir gerade persönlich sagen, bei mir wirkt gerade das Eisen. Du hast sie ja vor dem Video genommen, hast hier rumgeschrien, hast, ganz ernst, so war es eben auch. Es schmeckt wirklich gewöhnungsbedürftig, als würde ich das Blut von der Wunde lecken. Ganz genau. Aber jetzt merke ich es gerade. Ja, es ist klar. Es macht stark, es macht vor allen Dingen, wie ich vielleicht mal kurz dazu, was ich, das Bild von Eisen ist einfach, das habe ich sofort, das ist rot-braun. Es gibt Rot, Willenskraft, Stärke, Erdung für die Wurzeln und es gibt aber auch Struktur. Die übers Braun, es gibt Kraft, Struktur, den Willen, was strukturiert zu machen und einfach ja die Wurzeln. Genau. Super, fantastisch. Und genau die Sachen, wie zum Beispiel Apathie, Reizbarkeit, Aufmerksamkeitsdefizite, ja, alles ganz logisch. Wenn da kein Blut in ins Gehirn kommt, geschwächtes Immunsystem, ohne Sauerstoff kein Immunsystem. Das Sauerstoff arbeitet eigentlich hauptsächlich mit dem Radikal Sauerstoff. Eben, ja. Geschwächtes Immunsystem, Kreislaufprobleme. Habe ich oft Leute, die zu mir kommen und sagen, hey David, wenn ich morgens aufstehe, ich habe so Probleme, in die Potte zu kommen. Oder wenn ich zu schnell aufstehe, wird mir schwindelig. All das kann ein Hinweis sein, dass es an einem Eisenmangel liegt, ja.
Hautblässe hatten wir schon beschrieben, Blutarmut, das merkt man auch, wenn jemand schön gut durchblutet ist, wenn an ihm Saft steht, ja, der Saft, ja, das Blut ist nicht so enger verbunden als mit Eisen, dann geht es einem gut. Haarausfall und brüchige Nägel, Haarausfall, ja, ein Riesenthema auf diesem Kanal, meine bestbewertetsten Videos sind die zum Thema Haarausfall, wir haben es tatsächlich geschafft mit einer Kur, mit sehr eisenhaltigen Lebensmitteln, nun aber auch vielleicht in der Kombination mit diesem Eisen oder Kupfer, Haarausfall in den Griff zu bekommen. Mehr will ich dazu nicht sagen, schaut euch unbedingt meine Haarausfall-Videos an, Haare können nachwachsen, das steht. Vielleicht was dazu. Ich habe einfach so unglaublich, wie das Zeug funktioniert. Ich habe es jetzt eine Freundin von meinem Papa, Freunde, kam zu Besuch und haben New Hairs ausprobiert. Sie hat gemeint, sie hat tagelang gestunken, der Urin. Sie hat keinen Effekt gehabt. Sie war so ein bisschen, nicht so toll. Also gestunken, vom Körper gestunken, Urin gestunken, keine Effekte. Mittlerweile macht sie sich, so, die sind jetzt seit 4 Wochen, macht sich in den Skür rein, also in den, Skür. Ja. So macht sich New Hairs rein und die Haare wachsen nach. Die Haare wachsen nach. Bei Frauen ist es natürlich nochmal besonders effektiv, weil da, die haben noch ein bisschen Haarsubstanzen. Allein dadurch, dass wir das New Hairs nehmen, tut es ja schon die Haare aufpuffern. Und ich nehme an, den Boxhornklee und den ganzen Sachen, die wir da drin haben, ist auch sehr viel Eisen enthalten. Aber ich werde jetzt auch in die neue Haarkur, die wir im Shop haben, werde ich auch das Eisen mit einbauen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Ein wichtiger Fakt, den ich noch erwähnen will, Wärmehaushalt des Körpers, kalte Hände, kalte Füße. Wer hat das nicht, ist da die Frage. Ja. Wir hatten es letztes Mal, es war, glaube ich, Strontium gewesen, was da auch sehr gut hilft. Kupfer hat mir sehr gut geholfen, habe ich direkt gemerkt. Und jetzt Eisen, da pocht rückisch, da pocht es wieder, da ist die Blutung aktiv. Ich merke auch, mir ist mehr als warm. Mehr als warm. Und das ist das, wozu wir euch animieren wollen. Geht in den Selbstversuch, probiert selbst aus und macht eure Erfahrung mit Eisen. Hast du noch was hinzuzufügen? Probiert Eisen aus. Eisen ist so, finde ich, auch das Mineral, was man so, oder das Metall, was man als erstes so als Kind kennenlernt. Für mich als Kind war immer Metall Eisen. Da gab es nichts anderes. Metall ist halt Eisen. Ja. Und das zeigt mir irgendwie auch so die Wichtigkeit und probiert es mal aus mit mehr Sauerstoff und mehr Fitness und einfach, es macht wacher und stärker. Ganz genau. Denkt an die Studie mit den Frauen. 30% Frauen, besonders ihr da draußen, die an der Menstruation leidet. Heutzutage muss man es leider so bezeichnen, weil viele leiden wirklich. Also ich habe viele mit PMS, prämenstrualen Syndrom, akute Schmerzen, extremer Blutverlust. Die sind drei Tage ausgeschaltet, können nicht mit mir trainieren etc. Probiert es mal aus mit Eisen. Mal schauen, wie euer Körper darauf reagiert und viel Spaß bei der Einnahme. Natürlich nur auf Weizengras. Natürlich nur auf Weizengras. Niemals so einnehmen wie wir. Ganz, ganz wichtig. In den nächsten Videos geht's weiter mit tollen Mineralien. Ich weiß gar nicht, was kommt jetzt noch. Bohr kommt noch. Silizium kommt noch. Silizium kommt auch. Aber als erstes machen wir noch Molybden, Mangan. Wir haben Wolfram. Wir haben vieles noch. Wir haben sehr noch viel noch im Repertoire. Wir sind lange noch nicht am Ende. Wenn ihr jetzt denkt, das geht mindestens noch bis Weihnachten durch. Ja, bis Weihnachten. Und an Weihnachten kommt dann Gold. Und Gold natürlich die Veredelung von allem. Bis dahin alles Gute, Leute. Schön, dass ihr uns gefolgt habt. Danke für die tollen Kommentare, dass ihr uns unterstützt. Und dir auch alles Gute, Moritz. Ich hoffe, dass wir bis Weihnachten goldene Auflage haben. Ja, gute Frage. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rucosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden.
Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.